Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Drakensang, das Auge der Göttin. Ja, wir sind wieder in Ferdok, in der Grafenstadt angekommen. Wollen jetzt erst ins Archiv und dann in die Grafenresidenz. Erstmal jetzt Archiv, Akorium Bescheid geben. Und ja, da geht's wieder in unser Haus. Und da geht's nochmal in die Moorbrücker Sümpfe zurück, weil scheinbar haben wir dort ein, zwei Quests übersehen. So, Nottl hat uns nichts zu sagen. Was kann ich für euch tun? Nichts, okay. Hauptsache, ihr habt so. Ja. Dann mal hoch zum Rakorium. Leere wird wahrscheinlich immer noch hier rumgeistern. Ja. Was? Wie? Ah, ihr seid es wieder. Diese Stadtarchive, sage ich euch. Eine Dings, Unordnung herrscht hier. Und überall dieser Staub. Ihr habt gewiss diesen Dreckhaufen unten bemerkt. Bestimmt wollt ihr euch dieses Dings Problems annehmen. Eigentlich nicht, da wir ein paar Fragen stellen, eure Magnifizenz. Aber sicher doch. Fragt nur. Ja, mir ist ein weiteres Teil der Statuette in die Hände gefallen. Würdet ihr noch mal einen Blick darauf werfen? Ich? Gewiss doch. Zeigt her. Ja, sehr interessant. Sollte etwa... aber nein. Oder etwa doch? Allerdings, aber wenn... dann... Könnt ihr euch etwas klarer ausdrücken, eure Magnifizenz? Ich verstehe leider kein Wort. Wie? Aber sicher doch. Es könnte sein, dass eventuell... möglicherweise, prima facie, ein Zusammenhang zwischen dieser Statuette und meinen Dings, Forschungen besteht. Das wäre allerdings, unglaublich. Ja, unglaublich wäre das. Aber für eine, eindeutige Aussage ist es noch zu früh. Versucht bitte die, restlichen Teile der Dings, Statuette zu finden. Wenn es sich tatsächlich so verhalten sollte, wie ich vermute, dann, ja, dann... Ich werde mein Möglichstes tun. Darf ich euch noch eine andere Frage Aber stellen? Sicher doch. Fragt nur. Ich komme gerade aus Moorburg zurück. Dort bin ich wieder auf den Einäugigen getroffen. Er war dort auf der Suche nach einem Kelch, der wohl für das Ritual benötigt wird. Leider konnte er mit dem Kelch entkommen. Ein, Kelch? Nun ja, Kelche haben in der aventurischen Geschichte schon des Öfteren eine, Rolle gespielt. Ihr habt bestimmt schon von den Kelchen gehört, aus denen das Dings, Schwert Siebenstreich geschmiedet wurde. Wer hat das nicht? Ihr wisst nicht zufällig, um welchen Kelch es sich handeln könnte? Nein, leider nicht. Kelche werden mitunter bei der Durchführung von magischen Ritualen verwendet. Meistens handelt es sich aber um ganz gewöhnliche Kelche, bei denen allenfalls das Material, aus dem sie hergestellt sind, eine Rolle spielt. Seid ihr sicher, dass ein solcher Kelch gemeint ist? Zumindest schien der Einäugige sich seiner Sache sicher zu sein. Warum fragt ihr? Wie ihr sicherlich wisst, wird auch die zunehmende Phase der Dings, Marder als Kelch bezeichnet. Es wäre also auch möglich, dass es sich bei dem Kelch um einen Hinweis auf den Zeitpunkt handelt, zu dem das Ritual durchgeführt werden muss. Es könnte aber auch sein, dass es ein Hinweis auf eine besondere Dings, Sternenkonstellation ist, bei der dem Sternbild des Kelches eine besondere Rolle zukommt. Soweit ich weiß, stammt die Information über den Kelch aus Dokumenten, die der Einäugige aus dem Praios-Tempel gestohlen hat. Ihr solltet dort noch einmal vorbeischauen. Ja, tut das. Derweil werde ich mich wieder an meine Nachforschungen begeben. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich... wo war es noch gleich? Ach ja, dort vorn. Eine Frage Aber noch. Sicher doch. Fragt nur... Nichts weiter, okay. Seelenritual. Sprich mit Rakorium. Ich habe mit Erzmagus Rakorium über den Kelch gesprochen. Der Kelch.
Nachdem ich mit Erzmagus Rakom gesprochen habe, bin ich mir nicht mehr sicher, ob es sich bei dem gesuchten Kelch wirklich um ein Trinkgefäß handelt. Es könnte sich auch um das Sternbild des Kelches oder um die zunehmende Phase der Marder handeln. Oder möglicherweise um etwas noch ganz anderes. Um herauszubekommen, was genau mit dem Kelch gemeint ist, muss ich unbedingt das Dokument lesen. Ich sollte mich zum Praios-Tempel begeben und die dortigen Geweihten bitten, mich einen Blick darauf werfen zu lassen. Ich glaube aber kaum, dass der Einäugige eine Sternkonstellation oder eine Marder aus dem Grab geklaut hat. Außer er ist natürlich selber falsch informiert. Aber jetzt erst einmal hier rein. Und die Quest für... Schön, euch wiederzusehen. Habt ihr in euren Untersuchungen weitere Fortschritte erzielt? Ich bin soeben aus Moorbrück zurückgekehrt. Stoffstecher Kobalt war tatsächlich an dem Rauschgrad-Schmuggel beteiligt. Ihr sagt wahr. Also habt ihr ihn ergriffen und dingfest gemacht? Das hatte ich vor. Leider ist auf der Flucht im Moor einer Riesenkrabbe zum Opfer gefallen. Nun, als Rauschkrauthändler hat er dieses Schicksal wahrlich verdient. Ach, wie hart. Wie ich das jetzt sehe, seid ihr allen Hinweisen im Notizbuch nachgegangen und habt allen Beteiligten am Rauschkrautschmuggel das Handwerk gelegt. Meinen Dank dafür. Und auch Graf Grovin wird euren Dienst zu schätzen wissen. Ich habe bereits mit Graf Grovin über eine Belohnung für euch gesprochen. Uns ist es gelungen, das hier zu bekommen. Ich bin mir sicher, dass ihr Verwendung dafür habt. Vielen Dank. Die kann ich allerdings gut gebrauchen. Ja, was haben wir denn gekriegt? Also abgesehen von Abenteuerpunkten. Rauschkraut. Das Ende des Schmuggels. Ich habe der Burg mitgeteilt, dass ich dem Rauschkrautschmuggel im Kotsch ein Ende gemacht habe. Der Rauschkraut und Boruswein. Ich habe dem Rauschkrautschmuggel im Kosch ein Ende bereitet. Alle Beteiligten sind entweder tot oder dingfest gemacht. Nur der Zwerg Hamralgasch ist noch auf freiem Fuß. So, dann gucken wir mal, was haben wir bekommen. Oh, 3 Zutaten des Kobolds. Sanja. Ja, gegen die sind nichts einzuwenden. So, dann gehen wir mal hoch zu Grovin. Also ja, klicken... Schon zwar die W-Taste und meinen Mittelfinger an der linken Hand, aber... Das geht dann noch ein bisschen langsamer und stockender von sich. Na, wie kann der Graf von Ferdok euch zu Diensten sein? Ihr hattet mir eine Waffe versprochen, ist sie schon fertig? Ja, das ist sie. Eine unvergleichliche Axt, wie sie wohl noch nie geschmiedet wurde. Ihr habt sie. Ich danke euch. Sie euch gute Dienste leisten. Das wird sie bestimmt. Ist es eine einhändige oder eine zweihändige? Eine einzigartige Axt ist eine Zweihandwaffe. Menno. Des Grafen Schmiedekurs. Ich habe mir die Waffe beim Grafen abgeholt. Es handelt sich um eine einzigartige Axt. Ich glaube, es gibt nicht viele, die ein solches Meisterwerk ihr eigen nennen dürfen. Diese einzigartige Axt wurde von Graf Grovin vom Ferdok eigenhändig geschmiedet. 2W plus 7. Also 2 bis 12. 9 bis 19. Lebens- und Ausdauerregeneration.
Die ist gar nicht schlecht, aber ja, Forgrim benutzt halt einhändige Waffen. So, was ist noch offen? Unbekannte Anleitung, entführt, mysteriöser Fund, Seelenritual und Prophezeiung. Ja. Das heißt, wir gehen nach dem Geldfragen bei Daron oder wie er nochmal hieß. Darus. Bei unserem Händler, dem wir so viel geholfen haben am Anfang. Danko war's. Und dann zum Praios-Platz, zum Tempel. Ah, was kann ich für euch tun? Anteil. Aber natürlich. So. Städter und Städterin. Praios-Platz. Dann kommen wir direkt hinterm Tempel raus. Ja, und können gleich nochmal Praios dann fragen. Praios möge euch erhellen. Wie kann ich euch helfen? Es geht um den Einbruch in dem Tempel und das gestohlene Dokument, wie mir die Ritter vom Bannstrahl Praios, die ich im Murmeltag berichteten. Geht es darin um einen Kelch? So ist es. Ich hatte die beiden Ritter ausgesandt, um diesen Kelch zu bergen. Aber da der Kelch bereits gestohlen wurde, sind sie nach Ferdok zurückgekehrt. Von den beiden Ordensbrüdern habe ich erfahren, dass ihr im Besitz einer Abschrift des gestohlenen Dokuments seid. Dürft ihr vielleicht einmal einen Blick auf das entsprechende Dokument werfen? Ich weiß zwar nicht, warum ihr Interesse an diesem Dokument habt, denn es handelt sich dabei lediglich um ein historisches Dokument, aber ich habe nichts dagegen einzuwenden. Okay. Ich habe mich nur gefragt, ob es sich bei diesem Kelch tatsächlich um ein Gefäß handelt oder vielleicht etwas anderes damit gemeint sein könnte. Ich glaube nicht. Der Text ist an dieser Stelle eindeutig. Hier, nehmt diese Abschrift und überzeugt euch selbst. Ja, vielen Dank. Solltet ihr weitere Hinweise finden, so berichtet mir bitte davon. Das werde ich machen. Okay. Reise zu den Silberfällen. In dem Dokument, das ich von dem preisgeweihten Praio dann bekommen habe, wird berichtet, dass der Nekromantenzirkel sein Ritual in der Nähe der Silberfälle durchgeführt hat. Es ist nicht auszuschließen, dass Darion und Tehain ebenfalls dort sein Seelenritual durchführen will. Ich sollte dorthin reisen und mich einmal umschauen. Über den Silberfällen? Orolosch, Berg Drackensang. Ist das Burg Grimzahn dann oder was? Also ja. Die Abschrift. Hat nur zwei Seiten, das ist jetzt praktisch. Wir haben auch immer noch das Notizbuch und die Brechstange. Nach 492 nach Bosparans Fall. Im ganzen Reich wüten die Auseinandersetzungen um die Nachfolge Rohals. Nun haben sie auch auf unsere Grafschaft übergegriffen. Eine Gruppe Nekromanten zu dem Zirkel Zulipans von Punin gehörend, der uns als einer der mächtigsten Schwarzmage von der übsten Sorte bekannt ist, weil er Chimären erschafft und verdammungswürdige Versuche an Menschen und Zwergen durchführt, lieferten sich mit den Wächtern Rohals von den Grauen Stäben unter Magister Nera schwerste magische Schlachten um die Stadt Farnhain. Die Zwölfe seien gepriesen. Es ist Narihal und seinen Magiern gelungen, diese Brut zu besiegen, wenn dies auch große Opfer verlangt hat. Von der lügenden Stadt Farnhain sind nur Ruinen geblieben und das fruchtbare Land beginnt sich in einen Sumpf zu verwandeln. Unter den zahlreichen menschlichen Opfern zählt auch Ziberian von Honningen, einer der Wächter Rohals, von den Grauen Stäben, dem wir besonderen Dank schulden.
Bei den Kämpfen in der Nähe der Silberfänge gelang es ihm, einen schwarzmagischen Ritualkrieger an sich zu bringen und damit dort weitere Rituale auf ewig zu unterbinden. Und so wurde besagter Kelchbediener an einem unbekannten Ort in der nun vollkommen zerstörten Baronie bestattet, auf damals niemals wieder dieser Kelch für jene unbeschreiblichen Rituale benutzt werden kann.